Zeichnete auf jetzt. So, guten Abend, Thomas. Ja, hallo Butrus. So, der Schön, dass Thomas du hier bist. Matschik ist der wohl bekannteste E-Commerce-Steuerberater und vor allem ist auch mein bester Steuerberater. Und heute möchte ich einmal das Thema Steuern angehen, weil viele sich vor dem Geschäft FBE oder irgendwie, die haben einfach Angst, weil sie sagen, ja, Selbstständigkeit, Gewerbe, wie gehe ich überhaupt das Thema an? Und jetzt habe ich einfach die Frage an dich. Ich bin jetzt angestellt und ja, verdiene meine 1200 Euro und sage, ich habe die Schnauze voll. Jetzt will ich aus dem Hamsterrad raus und möchte jetzt nicht direkt selbstständig machen. Ich möchte es neben dem Beruf angehen. Wie mache ich das richtig? Gewerbe anmelden, gründe ich direkt eine UG, GmbH und lass mich da einstellen? Oder wie gehe ich das an, wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Gewerbe nebenbei machen? Was muss ich beachten, bitte? Okay, also es kommt halt tatsächlich darauf an, will ich es nur austesten oder habe ich das vor, länger zu machen? Will ich es nur austesten, dann fange ich vielleicht erstmal als Einzelunternehmer an, wo ich mich dann entscheiden muss, starte ich als Kleinunternehmer oder direkt als Regelbesteuerer? Oder wenn ich es halt gleich richtig machen will, kann ich natürlich auch als Kapitalgesellschaft anfangen, was aber halt deutlich kapitalintensiver ist, gerade in puncto Steuern und deutlich komplexer. Wenn ich anfangen will, würde ich das Einzelunternehmen wählen, denn beim Einzelunternehmen bin ich steuerlich am flexibelsten. Wenn es mir nicht mehr gefällt, kann ich es einfach gleich abmelden und dann ist mit dem Tag der Abmeldung das Gewerbe auch beendet. Das ist bei der Kapitalgesellschaft anders. Da muss man also ein bisschen drauf aufpassen. Umsatzsteuerlich gibt es einmal die Option, dass ich als Kleinunternehmer starten kann. Starte ich als Kleinunternehmer, habe ich eine freie Grenze von 17.500 Euro im Jahr an Umsatz. Die gilt aber tatsächlich vom 01.01. bis zum 31.12. starte ich unterjährig, gilt nur einteilig der Betrag. Da muss man also schon darauf achten, ansonsten hat man relativ schnell diese Grenze überschritten und wird ganz normal umsatzsteuerpflichtig. Dazu gibt es im E-Commerce ein paar Besonderheiten, auf die man aufpassen muss, dass man halt bei bestimmten Sachverhalten auch umsatzsteuerpflichtig im Inland wird. Von daher halt immer die Empfehlung, bevor ihr startet, klärt das mit eurem steuerlichen Berater ab, welche Folgen hat denn welcher Staat für euch und werdet ihr vielleicht trotz Kleinunternehmerregelung in Deutschland auch umsatzsteuerpflichtig? Okay, aber wenn ich das mal richtig machen will, nehme ich das lieber in Kauf, dass ich sage, ich bin umsatzsteuerpflichtig, weil du siehst ja die Umsätze, was so alles geht auf Amazon. Bin ich eigentlich der größte Händler bei dir oder wie ist das? Hast du andere Größe? Also mache ich erstmal die erste Frage. Also tatsächlich, wenn ich richtig starten will, dann würde ich als Regelbesteuerer starten. Tatsächlich, weil ich gerade hohe Anfangsinvestitionen habe, dadurch meistens eine Einfuhrumsatzsteuer zahlen muss. Die kann ich mir anrechnen lassen. Und dann habe ich eigentlich im ersten Jahr nicht wirklich einen großen umsatzsteuerlichen Nachteil. Das ist eher nebensächlich, sage ich mal. Und der wesentliche Vorteil ist, wenn ich als Regelbesteuerer starte, ich habe die Umsatzsteuer gleich bei mir in der Kalkulation mit drin, was bei einem Kleinunternehmen meistens nicht aufkommt. Und dann habe ich vielleicht im zweiten oder dritten Jahr das Problem, dass meine Kalkulation nicht mehr aufgeht. Ich muss mit meinem Produkt teurer werden und das schadet nachher wieder meine Absatzmenge. Von daher da halt sehr, sehr vorsichtig sein. Und zu der zweiten Frage, Butrus, tatsächlich bist du nicht mein Größter. Okay, dann haben wir ja Glück. Aber du hast noch Potenzial, von daher, ich bin gespannt, ob du es nicht mehr wirst. Okay, ja, sehr gut. Andere Frage lautet noch, ich sage immer, Gewerbe muss ich sowieso anmelden. Stimmt das? Oder auch mit der Kleinunternehmenregelung muss ich keine Gewerbe anmelden? Genau, das stimmt. Also ganz egal, ob du als Kapitalgesellschaft startest, ob du als Kleinunternehmer, was ein Begriff aus dem Umsatzsteuergesetz ist, startest, als Einzelunternehmer, als Personengesellschaft, ist völlig egal. Du musst immer ein Gewerbe anmelden. Das hängt an der Gewerbeordnung, da kommt man nicht dran vorbei. Von daher, wenn man startet, ist immer ein Gewerbe anzumelden. Okay, sehr gut. Perfekt, genau. Aber das ist auch einfach. Das muss man einfach nur wissen. Denn wir haben ganz viele Kleinunternehmer, die bisher noch nie was abgegeben haben. Und die Finanzverwaltung meldet oder fragt immer mehr Daten bei Amazon ab, mit der Folge, wenn du das nicht gemacht hast, hast du relativ zügig eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung im Haus oder zumindest die Nachforderung der Steuer. Von daher muss man nur in seiner Kalkulation darauf achten,
dass man diese 19% aus den Amazon-Gebühren tatsächlich schuldet. Sonst hast du halt auf einmal ja 20% weniger Marge bezogen auf die Amazon-Gebühren. Mhm. Und das kann halt schon teuer werden. Das ganze Prozedere ist relativ simpel. Okay. Das ja, kann man... Gewerbe anmelden, das geht ja in 10, 20 Minuten. Das ist ja nicht das genau, Problem. Genau, genau. Gewerbe anmelden und bei Elster registrieren dauert auch nicht viel länger. Und monatlich die Voranmeldung machen ist auch total simpel. Man muss es nur einmal gezeigt bekommen. Von daher keine Angst davor. Man muss nur wissen, man schuldet trotz Kleinunternehmerregelung in Deutschland Umsatzsteuern darauf, wenn man FBA betreibt. Trotzdem ist das, sage ich mal, du hast ja einige Händler, ich bin ja auch dein Kunde, du kennst ja einige E-Commerce-Händler und die Internetleitung, okay, jetzt sind wir wieder da. Also, würdest du sagen, was ist besser? Ist das besser, Einzelunternehmer zu sein am Anfang oder macht es Sinn, eine UG oder GmbH zu haben? Was ist da für dich, sage ich mal? Ist tatsächlich für mich jetzt so eine Frage, wo soll die Reise hingehen? Wenn ich beabsichtige, das Ganze langfristig zu machen, dann würde ich immer zur Kapitalgesellschaft wählen oder vielleicht auch eine GmbH und Co. KG, aber auf jeden Fall nicht das Einzelunternehmen. Denn ich kann Stand jetzt nur sehr, sehr schwierig die Firmierung wechseln. Das ist bei Amazon momentan gerade ein Riesenproblem. Also möchte ich sowas nachhaltig... Der Geschäftsführer, Thomas, wenn der Geschäftsführer gleich bleibt, dann ist das eigentlich kein Problem bei Amazon. Das ist mittlerweile schon Standardprozedere geworden, dass man sagt, okay, ich beantrage halt die Umfirmierung. Das klappt mittlerweile. Früher war das tatsächlich schwierig. Heute ist das nicht das Problem. Es sei denn, man bekommt weitere Geschäftsführer in der Firma. Und dann ist das halt immer mit diesem Wirtschaftsberechtigten. Das ist immer dieses Problem, wo es da so zum Thema Geldwäsche geht. Aber die Hauptfrage, die viele jetzt bei mir stellen, ist folgende. Ich möchte auf Amazon verkaufen, aber ich will nicht selbstständig werden. Das verstehe ich einmal erstmal nicht. Aber besteht die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich gründe eine, nicht GbR, sondern eine UG und lass mich da einstellen, da bleibe ich als Geschäftsführer eingestellt. Geht das? Das geht, genau. Ist kein Problem. Das kannst du soweit machen. Wenn du jetzt das nebenher gegründet hast, hast du in der Regel noch eine Hauptbeschäftigung. Da muss man einfach darauf achten, wenn man ein Gehalt aus der UG oder GmbH bekommt, wird dieses der Lohnsteuerklasse 6 später unterworfen. Das heißt, man hat relativ hohe Abzüge. Ja. Und die weitere Frage, die sich dann aufstellt, wenn man Gehalt bezieht, wie ist das sozialversicherungsrechtlich? Was ist jetzt die Hauptbeschäftigung und was ist die Nebenbeschäftigung? Denn der Geschäftsführer einer, der Gesellschaft, der Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft ist in der Regel immer sozialversicherungsfrei beschäftigt, der normale Angestellte halt nicht. Das müsste man mit seiner Krankenkasse klären, was aber auch unkritisch ist. Solange nur ein kleines Gehalt da ist, wird das, wird die Hauptbeschäftigung überwiegen und der ist weiterhin ganz normal sozialversicherungspflichtig bei seiner Hauptbeschäftigung dann angestellt. Von daher, das geht alles, gar kein Thema. Man muss halt nur darauf achten, dass man gerade bei der Lohnsteuer höhere Abzüge hat, wie beim Hauptjob. Okay. Jetzt fassen wir mal das kurz zusammen, Thomas. Ich bin Arbeitnehmer und möchte das ganze Thema mit Amazon angehen, erstmal testen. Was ist deine Empfehlung, damit ich einfach keine Fehler mache, dass du sagst, ich will kein Ärger mit diesen Thematik oder diese Probleme, die du erwähnt hast, halt mit den Steuern aus Luxemburg. Und wie gehe ich das Thema an, dass ich alles von vorne an richtig mache? Also tatsächlich, wenn ich nur testen will, würde ich das Einzelunternehmen wählen mit der Regelbesteuerung. Denn da muss ich zwar Umsatzsteuervoranmeldung abgeben mit als Regelbesteuerer, aber ich hat das von vornherein in meinem Preis gleich einkalkuliert. Ich habe keine Schwierigkeiten, wenn ich mal doch größer werden will und zur Umsatzsteuer dann sowieso wechseln muss. Mhm. Ja, dann habe ich das in meiner Kalkulation gleich mit drinne. Da schwant mir kein böses Erwachen. Ich habe in der Regel keine Probleme mit der Sozialversicherung. Denn über den Hauptjob ist man ganz normal beschäftigt. Man macht das ja quasi auch nebenberuflich. Und ich habe die Möglichkeit, dadurch, gerade weil in den ersten Jahren, zumindest im ersten Jahr, wird in der Regel ein Verlust produziert, den kann ich dann mit meinen anderen Einkünften, die ich habe, verrechnen, sodass ich für die Anfangszeit einfach mehr Vorteile dabei sehe, wenn ich als Einzelunternehmer und regelumsatzbesteuerter Unternehmer anfange. Also noch keine Kapitalgesellschaft, sondern auch keine Kleinunternehmerregelung, sondern ganz normal als Einzelunternehmer mit Umsatzsteuerpflicht quasi.
Sehr gut, okay. Gut, Thomas, noch eine weitere Frage. Es gibt ja den neuen Service von Amazon, diesen Rechnungsservice, dass ich keine weiteren Anbieter mehr brauche, sondern einfach kann ich auf diesen Rechnungsservice von Amazon FBA zurückgreifen, wenn ich nur auf Amazon verkaufe und sage, Amazon, sende bitte die Rechnung an die Kunden. Wie siehst du das Thema? Benötigt man weiterhin eine Software? Bei mir zum Beispiel, ich nutze AmaInvoice, weil du ja mein Steuerberater bist und du ja gesagt hast, das sind die besten Daten, weil wir einfach viele andere Sachen ausprobiert haben. Wir haben auch ganz viele Bestellungen und das war eigentlich die einfachste Methode, auch wegen den Schwellenländern Berichte herauszuholen. Was würdest du sagen zu diesem Service, der kostenlos ist? Wie kann ein Steuerberater mit diesem Service überhaupt arbeiten? Also grundsätzlich kann man natürlich mit dem Service arbeiten, aber man darf halt nicht vergessen, du hast es gerade gesagt, er ist kostenlos. Der ist also von dem Leistungsumfang her auch wirklich überschaubar. Ja. Heißt also, du hast jetzt zum Beispiel Rechnungen, die storniert werden. Die musst du ja bei dir im System auch mit reinbringen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, weil die Rechnung vielleicht geändert werden muss, das sind alles Dinge, die kann der Rechnungsservice noch nicht. Ich denke, in geraumer Zeit wird das halt können. Aber Stand jetzt geht es halt noch nicht so unproblematisch. Von daher würde ich ihn eher nicht empfehlen, auch wenn er kostenlos ist, weil du einfach zu viele Faktoren hast, die immer wieder dazwischenfunken und immer wieder dazu führen, dass du händisch nacharbeiten musst. Richtig, und das hatte ich ja auch bei mir. Wir hatten ja in 2 Monaten 60 Seiten Unterschiede, wo ich gesagt habe, Mensch, okay, AmaInvoice kostet ein bisschen was, aber dann haben wir einfach die Ersparnis einfach, dass wir keine Gutschriften selbst erstellen müssen, keine Arbeit im Nachhinein, sondern einfach, da sind alle happy, kostet, wie gesagt, ein bisschen was, aber dafür wenig Arbeit, weil die Arbeit kostet ja im Endeffekt mehr. Was sagst du zum Thema EasyBill? Ist das auch eine Alternative, die funktioniert? Auf jeden Fall. Also EasyBill oder Bilby sind auch 2 gute Tools in dem Bereich, die man durchaus empfehlen kann. Insbesondere, wenn man halt nur in Deutschland verkauft, das macht man in der Anfangszeit, sind die Tools wirklich sehr gut, bieten super Preis-Leistungs-Verhältnis und von daher kann man damit relativ wenig falsch machen. Okay, sehr gut. Gut, Thomas, vielen lieben Dank. Wenn ihr mehr zum Thomas oder mehr von ihm erfahren möchtet, könnt ihr gerne in der Gruppe beitreten. Er ist auch Mitglied in der Facebook-Gruppe Amazon Seller System FBE und da könnt ihr auch gerne mit ihm chatten. Ihr könnt ihn auch gerne. Nimmst du auch weitere Mandanten? Ist das wieder so, dass du Kapazität hast? Weil es gab ja Zeiten, wo ich den Kunden gebracht habe und du hast gesagt, nee, geht gar nicht mehr. Genau, also jetzt, wenn es kurzfristig sein soll, dann halt nur in bestimmten Fällen, also wenn gerade zum Beispiel eine Sonderprüfung droht oder irgendwas, wirklich akut ist, aber ansonsten halt ab 2019 erst wieder, damit man da auch ja vernünftig aufgestellt ist. Es bringt ja keinem was, wenn man, ich meine, noch so mit abgearbeitet wird, weil es noch irgendwie gerade so reingequetscht werden konnte, sondern wir wollen halt die Kunden schon vernünftig betreuen und deswegen idealerweise jetzt erst ab 2019 wieder. Okay, super. Vielen lieben Dank, Thomas. Bis dahin. Mach's gut.